Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche Abteilung oder sollen wir wieder abgemahnt werden und haben eine schöne Küche gehabt? Ja, der Meier geht ja jetzt auch schon in Frührente, ne? Ach, Quatsch, hör auf. Ernsthaft? Ja. Also, sowas kann ich echt nicht verstehen, ne? Also, dafür bin ich auch viel zu gerne hier. Wenn wer sowas macht, der hat die Arbeit nie geliebt. Ja, Büro ist im Prinzip einfach. 45 Angestellte laufen 8 Stunden am Tag rum. Und die meiste Kohle kriegt am Ende der Chef. Hast du eigentlich schon das Protokoll vom Wochenmeeting rumgeschickt? Das reicht doch, wenn ich das morgen mache, oder? Ich muss jetzt erstmal hier von E-Mail zu E-Mail denken. Du sag mal, weißt du, wie die vom Marketing den Firmenlauf promoten wollen? Ich glaube bisher noch gar nicht. Ja, hallo. Ich rufe an wegen des Firmenlaufs. Ja. Ja, Flyer. Wir brauchen Flyer. Ja, Sie wissen schon, wie das gemeint ist. Ja, ciao. Sag mal, du warst schon so eine gute Stunde zu spät heute Morgen, ne? Also kein Ärger bekommen? Nee, du. Also zu spät kommen ist, wenn der Chef es sieht. Ah, Mann, ey. Ist echt so, ne? Das nächste Meeting ist immer das Nervigste. Annika, sag mal schnell, wo haben wir das Meeting gleich? Es ist ja ein relativ kleines Meeting. Ich hatte jetzt Raum 6 gebucht. Kleines Meeting? Es gibt keine kleinen Meetings mehr. Wie lange dauert es noch? Ich bin gleich fertig. Ich muss nur noch die Slides für den Pitch später updaten. Die Slides für den Pitch updaten. Immer nur Tiki-Taka-Gelaber mit schönen Fremdwörtern um sich werfen. Das reicht auf Dauer nicht. Man muss manchmal dann über den Kampf in die PowerPoint-Präsentation finden. Boah, die Präsentation habe ich richtig verkackt. Ja, ich sag's ja immer, der Abgemahnte sollte die Präsentation nie selber halten. Sag mal, die Quartalszahlen sehen auch nicht so super aus, ne? Nee, also klar, nominell haben wir die bessere Abteilung, das steht außer Frage, aber wir kriegen es irgendwie nicht hin, die Leistung auf den Schreibtisch zu bringen. Heute ist echt wichtig, um den Kunden kämpft ein direkter Konkurrent. Das wird also ein 6-Punkte-Meeting heute. Ja, wir haben kein Papier mehr, glaube ich. Doch, habe ich besorgt. Premium-Papier, ca. 5000 Watt. Erklär erstmal reich. Ja, ich sag's ja immer wieder, ne? Von Papier her sind wir echt die beste Abteilung. Wieso ich nicht für die Arbeitsgruppe nominiert worden bin? Keine Ahnung, da müssen wir den Chef fragen. Na, ich habe gehört, da hat jemand ein Angebot aus dem Controlling bekommen. Ja, okay, Angebot mag sein. Er hat mich natürlich auch. Ich meine, muss es selber zugeben, jeder träumt, glaube ich, mal davon, irgendwann mal in einer so großen Abteilung arbeiten zu können. Aber, ich meine, du weißt ja selber, ich bin gerade hier in der Abteilung. Ja, ich habe hier meine Aufgabe. Und das ist alles, worauf ich mich gerade konzentriere. Und was dann vielleicht im nächsten Quartal ist oder so, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Das bringt nur Unruhe rein. Ich glaube ja, wir kriegen dieses Jahr einen richtig fetten Bonus. Bonus? Alter, hast du mal die Quartalszahlen gesehen? Also, nee. Mit dem Bonus haben wir jetzt in der aktuellen Situation, glaube ich, erstmal gar nichts mehr zu tun. Wir müssen uns, glaube ich, lieber darauf konzentrieren, dass wir nicht entlassen werden. Dann kann man immer noch nach oben schauen. Boah, der Neue gibt ganz schön Gas, oder? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass der nicht vor uns befördert wird. Ach, der kleine Schleimscheißer? Also, da musst du keine Sorgen machen. Also, der kann uns, glaube ich, in 10 Jahren nicht das Wasser reichen. Ich weiß nicht. Der hat im Ausland studiert und so. Die Zeiten, wo man die Konkurrenten mal eben so stehen gelassen hat, die sind vorbei. Also so faktisch gibt es im Büro gar keine Kleinen mehr. So muss man die Küche aber wirklich nicht hinterlassen, oder? Das ist mir völlig wurscht. Ich habe Feierabend und das zählt. Ich fände es aber einfach fair den Kollegen gegenüber, wenn sie da ein bisschen drauf achten können. Was wollen sie jetzt von mir? Was wollen sie jetzt von mir so kurz nach der Arbeit? Kann ich nicht verstehen. Es ist ja jetzt wirklich nicht so viel verlangt, ein kleines bisschen Ordnung zu halten. Glauben Sie, die Quartalsberichte sind irgendwie eine Karnevalsveranstaltung oder so? Chef hat mir das richtig schwer gemacht, über 40 Stunden und ich habe gekämpft bis zum Ende und dann überzeugt. Und jetzt verdient Feierabend. Alles andere, ich lege mir erstmal 3 Tage zu Hause auf der Couch und dann analysieren wir von mir aus Montag die Küche und dann schauen wir weiter. Ich verstehe schon, dass Sie eine anstrengende Woche hatten, aber man kann ja wenigstens seine eigene Kaffeetasse mal in die Spülmaschine räumen, oder? Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche Abteilung oder sollen wir wieder abgemahnt werden und haben eine schöne Küche gehabt? Ich verstehe die ganze Frage rein. Ich bin super happy.
habe hart gekämpft und jetzt Feierabend und jetzt bereite ich mich auf den Montag vor.